Herrn Professor Winkeljohann auf die Bühne. Ja, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Nach der Mittagspause darf ich vielleicht so ein bisschen den Wachrüttler machen durch ein paar Statistiken, ein paar Untersuchungsergebnisse aus unserem CEO-Survey und aus einer weiteren Untersuchung, wie eben schon angekündigt. Und dann wird Herr Dr. Boche die Sicht der Unternehmen fortsetzen zum Thema Realwirtschaft und Finanzwirtschaft. Also zu Beginn, zum Einstieg, einige Untersuchungsergebnisse. Basis ist, wie gesagt, unsere Untersuchung für das World Economic Forum in Davos. Wir haben eine Reihe von Fragen gestellt. Die erste, die Sie hier eingeblendet sehen, lautet: Glauben Sie, dass sich die Weltkonjunktur in den kommenden 12 Monaten beleben wird? Beantworten in unserer jüngsten Befragung doppelt so viele Top-Manager weltweit mit sehr zuversichtlich oder mehr als doppelt so viele. Wir haben 44% im Vergleich zum Vorjahr, also eine größere Steigerung. Und die Manager haben ihre Unternehmen insgesamt, muss man sagen, recht erfolgreich durch die Wirtschafts- und Finanzkrise geführt und wechseln nun von dem sogenannten Überlebensmodus in den Wachstumsmodus. 44% glauben mit anderen Worten, dass das Glas nun wieder halb voll ist und nicht mehr halb leer. Und das gilt insbesondere für deutsche Unternehmen, die im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt allerdings eine etwas konservativere Prognose abgegeben haben. Von den deutschen Unternehmen sind eben nur 40% optimistisch. Das heißt, aus den 44% werden hier etwas konservativere Aussagen. Und damit stehen die Deutschen in Europa an vorletzter Stelle unseres inoffiziellen Optimismus-Rankings. Und Schlusslicht ist die Schweiz, also unterschiedliche Aussagen, unterschiedliche Einschätzungen bezüglich der Weltkonjunktur und auch bezüglich der Wachstumsaussichten. Weltweit sind die Top-Manager etwas zurückhaltender, wenn es um die Umsatzerwartungen für das eigene Unternehmen geht. Wir haben diese Frage auch hier gestellt, die eingeblendet ist. In den kommenden 12 Monaten rechnen 39%, und das ist ein Plus von 3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr, fest mit einem Umsatzanstieg. Und auch hier sind die deutschen Führungskräfte etwas zurückhaltender. Nur jeder Dritte ist sehr zuversichtlich, den Vorjahresumsatz zu übertreffen. Es herrscht also mit anderen Worten eher vorsichtiger Optimismus. Und wenn wir den Grund erfragen, was ist der Hauptgrund für diesen vorsichtigen Optimismus oder für die Vorsicht generell, dann ist es nicht überraschend zu realisieren, dass die wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse der Welt sich derzeit doch spürbar verschieben in einigen klassischen Wachstumsmärkten und damit auch in den Hauptexportmärkten. Für eine ganze Reihe von deutschen, großen, aber auch mittelständischen Unternehmen sinken die Zuwachsraten, und in diesen Ländern leidet die Wirtschaft unter schwächerer Binnennachfrage. Es gibt das ein oder andere Strukturproblem und nicht zuletzt auch die sehr volatile Geldpolitik. Und wir haben die sprunghaften Zinsanstiege gesehen, die zum Beispiel in Indonesien, aber auch in der Türkei für größere Verrückungen und Unruhen auch gesorgt haben. Ein zweiter, nicht minder wichtiger Grund für den sehr zurückhaltenden Optimismus in den Chefetagen sind die zahlreichen Fragen, auf die die Politik eine Antwort schuldig ist. Die Botschaften der Manager an die Regierungen sind hier unmissverständlich. Die größten Hemmnisse für die Wachstumspläne der eigenen Unternehmen lokalisieren die CEOs ganz klar in der Politik. Das Problem der Staatsdefizite ist ungelöst, wie man auch an dieser Grafik sehen kann. Entsprechend groß ist die Unsicherheit und Sorge, welche Maßnahmen jetzt die Regierungen zu deren Abbau ergreifen. Dass nun mehr als 2/3 der Top-Manager Steuererhöhungen befürchten, verwundert vor diesem Hintergrund nicht. Noch drückender ist aber die Sorge vor einer Überregulierung der Wirtschaft, und dabei sprechen sich Manager nicht grundsätzlich gegen Leitplanken der Politik aus, sondern befürchten massive Wettbewerbsverzerrungen durch regionale staatliche Eingriffe.
In Deutschland sehen die Ergebnisse kaum anders aus. 76% der deutschen Unternehmen sehen Überregulierung als die größte Gefahr. Und 56% der Deutschen, der hiesigen Manager, fürchten sich vor den Folgen der Regierungsmaßnahmen zur Eindämmung defizitärer Staatshaushalte. Und während nur 51% der deutschen Entscheider Steuererhöhungen befürchten, zweifeln fast 60% der Manager an der Stabilität der Finanzmärkte. Kommen wir zu weiteren Meinungen, einmal zu den Meinungen zu Banken. Nicht nur die fehlenden bzw. ausstehenden Entscheidungen in Berlin und Brüssel beschäftigen die Top-Manager, sondern auch die Politik der EZB wird genau beobachtet. Hier wurde heute Morgen schon auf hohem Niveau diskutiert. Zu diesem Thema, den Finanzmärkten, hat PwC eine weitere auf deutsche Entscheider fokussierte Umfrage in Auftrag gegeben. Für die heutige Konferenz wollten wir von rund 700 deutschen Top-Entscheidern dann wissen, wie sie die europäische Geldpolitik und auch die Rolle der Banken entsprechend bewerten. Und beim Thema Geldpolitik denken Unternehmer natürlich zuerst an die Europäische Zentralbank. Demzufolge wollten wir wissen, wie Manager die Auswirkungen der derzeitigen Geldpolitik der EZB auf ihr eigenes Unternehmen sehen. Und wenn wir den Leitspruch Stabilität ist wichtig befolgen, zeichnet sich hier ein deutlich positives Ergebnis ab. 48% sehen eben keine Veränderung. Immerhin 34% bewerten die EZB Geldpolitik als positiv, während nur 16% negative Auswirkungen zu spüren glauben. Dass der Lorbeer aber schnell welken kann, zeigt die Anschlussfrage, wie sich das Vertrauen der CEOs in die EZB in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Und hier ist doch deutliche Skepsis zu erkennen. 37% der Manager haben eben weniger Vertrauen, 13% berichten von gestiegenem Vertrauen und 50% sind hier unverändert. Und hier wird sicherlich die Unsicherheit deutlich, die sich auch schon in den anderen allgemeinen Befürchtungen der Manager gezeigt hat. Eine ganz klare Antwort haben deutsche Unternehmer, wenn es um die Frage nach dem Vertrauen in Geschäftsbanken geht. 60% der Befragten, rund 700 Manager, sagen, dass ihr Vertrauen in den vergangenen Jahren gesunken ist. Wie soll es auch anders sein? Hier zeigen sich die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise, die uns seit 2009 begleiten und das Verhältnis zwischen Banken und Unternehmen auch durchaus nachhaltig belastet. Verloren gegangenes Vertrauen muss natürlich wieder aufgebaut werden, denn ohne Vertrauen wird es in den kommenden Jahren für die Banken wie auch für die Unternehmen äußerst schwierig, letztlich im Einklang nachhaltiges Wachstum zu finanzieren und auch zu generieren. Keine sehr guten Nachrichten haben die deutschen Unternehmer auch für die Ökonomen. Befragt, ob Ökonomen bzw. die wirtschaftswissenschaftliche Disziplin insgesamt in den vergangenen Jahren etwas zur Lösung der Finanz- und Wirtschaftskrise beigetragen hätten, antworten rund 65%, wie man hier sehen kann, mit einem Nein. Allerdings sieht ein Drittel der Befragten sehr wohl einen positiven Beitrag, was zumindest ein wenig Hoffnung macht. Es ist also an der Zeit, meine Damen und Herren, Ökonomie weiter auch nach der Mittagspause neu zu denken, um diesen Anteil weiter zu erhöhen. Danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf das weitere Programm. Vielen Dank.